Der April war für die Aktienmärkte ein geradezu fantastischer Monat, bester Monat etwa für den Dow Jones seit dem Jahr 1987, für den S&P seit 1974. Also das waren wirklich Rekorde. Und man hat einfach den Fed-Put gespielt auf der einen Seite und zweitens die Hoffnung auf das Ende des Lockdowns. Alles schien ja nur vorübergehend zu sein. Dazu die Liquiditätswelle der Fed. Aber wir werden jetzt mal sehen, wie schaut es denn eigentlich aus mit dieser Liquiditätswelle der Fed? Ist das wirklich so oder ist das vielleicht gar nicht so, wie die Investoren das glauben? Und jetzt aber könnte eben auch der Mai sein typisches Muster Sell in May and Go Away wieder praktisch an den Tag legen. Und das könnte einige richtig auf den falschen Fuß erwischen, denn wir haben Rekorde gesehen, was die Privatinvestoren in den USA betrifft. Die haben nämlich massenweise Konten im April eröffnet. Die sind long. Die haben zunächst mal gesehen, oh, ich habe Aktien gekauft. Es geht nach oben. Ich bin im Gewinn. Das ist ja herrlich. Und die Großinvestoren, die von der Corona-Krise, von dem Abverkauf, der ja sehr, sehr schnell ging, auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die denken sich, super, da können wir unsere Aktien nochmal zu viel höheren Preisen an diese Lemminge, an die Privatinvestoren verkaufen. Und genau das scheint der Prozess zu sein, der jetzt gerade läuft. Und wir haben für diese Sell-in-May-Regel vielleicht heute auch einige Argumente, die dafür sprechen, dass die ganze Geschichte kurzfristig schwierig wird. Fangen ja schon am Freitag damit an. Hier sehen wir den Dow Jones mit über 600 Punkten Verlust, vor allem Amazon 7% gefallen, nachdem der US-Kongress hier ein bisschen genauer hinschauen will bei Amazon, Jeff Bezos vorgeladen hat. Also der Gegenwind gegen die großen Tech-Player, der wird größer. Klar, das sind eine der wenigen Profiteure dieser Krise oder zumindest leiden sie nicht. Das Hauptgeschäft von Amazon ist ja mehr oder weniger defizitär, wenn sie bei Amazon bestellen. Das ist sozusagen für Amazon eigentlich eine Nullsumme oder vielleicht sogar leicht negativ. Da ist eine super Dienstleistung dahinter, die relativ viel kostet und dementsprechend nicht wirklich honoriert wird. Womit Amazon sein Geld verdient, ist ausschließlich im Cloud-Bereich. Dementsprechend ist jedenfalls die Problematik, dass eben so Schwergewichte, wie ich das gleich nochmal zeigen werde, natürlich jetzt unter Druck kommen könnten nach den Zahlen. Insgesamt sehen wir, dass die Investoren, jetzt die Profi-Investoren, wieder zu 70% net long sind nach dem Abverkauf. Hier sagt Sentiment Trader, das ist passiert im Januar und Mai 2008 und das war eine gewisse Parallele, wie wir so viele Parallelen jetzt haben mit der Finanzkrise auf der einen Seite und auch charttechnisch mit der Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1929, dazu gleich mal mehr. Aber hier nochmal zu den Lemmingen, die sind nämlich jetzt direkt auf dem Weg zur Klippe. E-Trade, Ameritrade und Schwab, Charles Schwab, das sind die großen Retail-Broker in den USA. Die haben Record-Jump-Sign-Ups in 3 months ending March gesehen. Die Leute, die sitzen ja dann auch teilweise zu Hause. Lockdown, die haben ein bisschen mehr Zeit. Ah, Aktienmärkte, da könnte ich mich mal kümmern. Das ist gestiegen, das wird noch weiter steigen. Hat uns nicht Larry Kudlow erzählt, dass alles wieder super ist und dass alles ganz toll ist, wie Donald Trump uns auch erzählt. Also rein da und mal gucken, da geht alles nur noch nach oben. Schwab zum Beispiel hat jetzt 609.000 neue Accounts gemacht im März und hat 27 der 30 aktivsten, handelsstärksten Tage jetzt im März und April gehabt. Also man macht Rekord um Rekord bei diesen Privatinvestoren oder die Broker mit diesen Privatinvestoren, weil man ja auch die Gebühren abgeschafft hat. Das ist sozusagen auch ein reizvolles Ding dann für diese Privatinvestoren, sich zu sagen, hey, da will ich doch mitspielen. Und wir haben bei den Privatinvestoren schon gesehen, dass sie sich mit dem Öl-ETF USO die Finger verbrannt haben. Und das dürfte jetzt wieder passieren. Die Großen verkaufen teurer ihre Positionen an die Kleinen. Ein Spiel, das immer wieder funktioniert. Einer der Großen ist Warren Buffett, der jetzt am Wochenende klargemacht hat, dass er all seine Assets in US-Flugunternehmen verkauft hat. Das dürfte heute dann ziemlich ungünstig sich auf diese US-Fluglinienaktien auswirken, der auch Verlust gemacht hat, und zwar nicht unerheblich. Ich glaube, 50 Milliarden waren es. Ja, kann ja mal passieren. Ich verliere auch teilweise, also manchmal am Vormittag, da sind 50 Milliarden auch mal schnell weg, wenn es blöd läuft im Trading. Also jedenfalls
Das ist sozusagen einer der Negativfaktoren, die heute eine Rolle spielen. Der zweite ist das, was in Saudi-Arabien passiert ist. Da ist über 7% die Aktienmärkte am Sonntag, die Saudis handeln ja auch am Sonntag, sind da über 7% gefallen. Moody's hat das Rating abgestuft. Aber noch schlimmer ist, dass der führende Minister gewarnt haben, wir müssen jetzt den Gürtel deutlich enger schnallen. Die Saudis produzieren ein gigantisches Defizit. Und man darf nicht vergessen, dass die saudischen Investoren eine nicht unwichtige Rolle an der Wall Street spielen. Die sind dick investiert in bestimmten Werten und möglicherweise braucht man bald ein bisschen Cash und muss dann da raus. Und jetzt der nächste Punkt, der vielleicht ein bisschen kritischer werden kann jetzt im Mai. Die Anhänger des FED-Puts sagen ja, es kann nichts schief gehen, weil die FED ist auf unserer Seite. Und das ist eine ganz großartige Geschichte, das wird auch immer so bleiben. Jedenfalls ist dieser FED-Put eher in der Theorie teilweise der Fall. Die FED hat ja jetzt in dieser neuen Maßnahme gesagt, man wird Unternehmensanleihen kaufen, Corporate Bonds. Und jetzt stellt sich raus, wie Jeff Gundlach entdeckt hat, dass die FED überhaupt keinen einzigen Null von diesen Unternehmensanleihen gekauft hat, von diesen Corporate Bonds. Es hat also gereicht sozusagen zunächst mal, so schien es, zu sagen, ja, wir tun es. Dabei hat man es gar nicht getan und man weiß schon, warum man es nicht tut, denn man holt sich damit Risiken in die Bücher, wird sozusagen Zahlungsausfälle erleben etc. Also hat man nur geblufft ein bisschen, hat gesagt, wir kaufen die und dann haben alle Investoren gedacht, ja super, wenn die FED, wenn diese dicke Wal hier praktisch auch in derselben Badewanne ist, dann kann ja nichts schief gehen. Aber wie gesagt, bisher blufft die FED, das ist erstaunlich. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt, die Total Assets der FED in den letzten Tagen, das ist sozusagen auf dem Rückmarsch. Hier sehen wir die Balance Sheet der FED, das Wachstum desselben und es geht deutlich nach unten. Das heißt, die FED hält sich relativ stark zurück. Der FED-Put funktioniert also derzeit offenkundig bisher nur mit angezogener Handbremse, weil die FED hat gesehen, die Aktienmärkte, die Finanzmärkte, die beruhigen sich etwas. Also können wir auch uns ein bisschen entspannen und können ein bisschen mal einen Gang zurückfahren. Das ist einer der Punkte. Wir sehen insgesamt, dass zwar die Geldmenge M2 massiv steigt, aber im Vergleich zur Bilanzsumme der US, der Notenbanken fällt sie dramatisch und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, das hatte ich schon öfter gesagt, nimmt dramatisch ab. Ein weiterer Belastungsfaktor heute könnte sein, dass hier das Verhältnis zwischen den USA und China immer kritischer wird. Die Amerikaner sagen, ja, das ist wohl doch aus einem Labor in Wuhan. Dafür gab es ja schon länger einige Indizien, aber das galt noch als Verschwörungstheorie. Klar, die Amerikaner haben natürlich ein Interesse, auch mit dem Finger auf die Chinesen zu zeigen. Jedenfalls Pompeo hat sich hier wieder scharf geäußert, die Chinesen wieder scharf zurückgeschossen in der Global Times. Und auch Trump bedroht wieder, na, wir werden hier mit den Zöllen wieder stark agieren. Also wenn die Chinesen nicht ihre Versprechen aus dem Handelsdeal einhalten. Also man sieht die ganze alte Geschichte, die kocht wieder so ein bisschen rauf, die wir eigentlich schon glaubten hinter uns gebracht zu haben. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die heute von Relevanz sind. Hier sehen wir zum Beispiel Aussagen von Trump in Sachen Gilead Sciences und Remdesivir. Ja, man würde da alles tun, um sozusagen hier diesen Impfstoff zu kriegen. Dabei geht es bei Remdesivir nicht um einen Impfstoff, sondern bestenfalls um ein Medikament. Faktisch ist das eine gigantische Marketingkampagne von Gilead mit Billigung der US-Behörden, weil man natürlich gerne dieses Zaubermedikament, diesen Zauberstoff entwickeln würde, um zu zeigen, man ist technologisch führend. Remdesivir ist ein totaler Rohrkrepierer mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Das wird sich bald rausstellen. Jetzt Trump auch mit der Aussage, ja, 75 bis 100.000 Tote dürfte es geben. Wir sind nämlich schon über diesem Wert, den Trump einst genannt hatte, mit 60.000, 65 Toten. Hier, wir werden Ende des Jahres einen Impfstoff haben, so Trump. Und, also da ist sozusagen so einiges wieder passiert mit Sid Donald, er macht wieder diese Hoffnung auf den Impfstoff. Wie gesagt, bei Remdesivir kann es sich nicht mal um einen Impfstoff handeln, sondern bestenfalls um ein Medikament. Und diese ganze Geschichte mit China, mit diesem Handelskrieg geht wieder los. Und für Trump natürlich auch eine gute Gelegenheit, mit dem Finger auf China zu zeigen. Seht ihr, ich kann nichts dafür. Das waren die Chinesen, die haben uns dieses Virus gebracht. Dafür kann ich nichts. Das sind die Schuldigen. Das dürfte wahrscheinlich dann den Wahlkampf in den USA bestimmen. Zurück nochmal zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir, dass die großen 5 Aktien, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google, bis Ende April 10% zugelegt haben im Vergleich zum Vorjahr, während die 495 anderen Aktien im S&P 500 um 13%
oder 13% verloren haben. Das zeigt, wie dieser Markt hier strukturiert ist. Und wir sehen, dass auf der einen Seite das 12-monatige Earnings per Share, also praktisch Forward Earnings, die Projektion für die nächsten 12 Monate, deutlich weiter nach unten geht, der S&P aber gestiegen ist. Also diese Differenz zwischen fundamentalem und Kursentwicklung, die ist nicht gerade kleiner geworden. Dazu kommt, dass die Dividendenrendite beim S&P 500 doch deutlich geringer wieder ist, weil einfach die Dividendenkürzungen teilweise der Fall sind. Überhaupt manche Unternehmen haben ihre Dividenden komplett ausgesetzt. Das zieht den Schnitt mit runter. Es wird also etwas weniger attraktiv, dann eben Aktien zu halten. Wenn wir uns jetzt übergeordnet das Geschehen mal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier praktisch einen sehr ähnlichen Verlauf haben wie im Jahr 1929. Da ist also eine gewisse Parallele. Mal sehen, ob die sich weiter fortsetzt. Wir haben dann zum Beispiel auch neue Daten jetzt aus Staaten in den USA, die so ein bisschen wieder den Lockdown aufgeweicht haben. Zumindest hier sehen wir zum Beispiel die gearbeiteten Stunden nach wie vor deutlich, deutlich nicht auf 100% Niveau. Und hier sehen wir zum Beispiel auch, was an Traffic der Fall ist, an Verkehr der Fall ist. Auch hier sehen wir, das ist nach wie vor auf relativ niedrigem Niveau. Auch in China, wie wir in dieser Grafik sehen, die Restaurantbesuche, da sind wir nach wie vor jetzt etwa bei minus 40, minus 50%. Es erholt sich vielleicht, aber es wird sozusagen sehr lange dauern, wenn überhaupt, bis diese ganze Geschichte wieder bei 100% ist. Schauen wir uns noch Charts an oder schauen wir sie nicht an? Wir schauen sie an. Da muss ich mich erst einloggen, meine Damen und Herren, und wir gucken kurz, was ist da passiert mit Germanski 30. Wo ist er? Bei 10.000, nicht 11.000, meine Damen und Herren. Da muss ich mich schon bücken, um überhaupt den Kurs noch zu sehen. Nein, 10.513, wir sehen jetzt wieder so einen Schluss der Asien-Rampe, nachdem da praktisch in Japan Feiertag ist und ein paar chinesische Witzbolde dann mit ein wenig Käufen schon den Markt beeinflussen können. Wir sehen den S&P bei 2812. Am Freitag, wie gesagt, ging es nach unten. Jetzt haben wir neue Belastungsfaktoren. Ich bin gespannt, wie die Amerikaner darauf reagieren. Vor allem, wir sehen Gold bei, wo ist es aktuell, bei 1700 glatt. Also da hat sich nicht viel getan. Und das amerikanische Crude Oil, das ist ziemlich exakt bei 20 Dollar im Kassamarkt, der wiederum praktisch eine Mischkalkulation aus verschiedenen Futures ist. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Mai könnte schwieriger werden als der April. Das war ein Wonnemonat, da war das Wetter auch besser. Jetzt wird es ein bisschen feuchter. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger auch an den Aktienmärkten. Und die Lemminge sind direkt auf dem Weg, die amerikanischen nämlich, direkt auf dem Weg zur Klippe. Und ich glaube nicht, dass die Großen sich dieses Fest entgehen lassen. Da ist viel Geld zu verdienen und das lassen sich die Herren an der Wall Street ungern und vor allem sehr selten entgehen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in den Tag. Und sag Servus und Ciao.